Ja, willkommen bei Heute schon gelesen. Diesmal mit Kinder- und Jugendbüchern. Wir beginnen mit Charlotte Habersacks Bitte nicht öffnen. Das bereits nächste Buch der Reihe handelt diesmal von einem Einhorn. Deswegen hat es den Untertitel Magic. Und wie das so ist, wenn man ein Einhorn bekommt, das sich aber nicht benehmen kann, aber trotzdem Wünsche erfüllen kann, das wird in diesem Buch ganz klar beschrieben. Wie immer, Nemo bekommt ein Packerl. In diesem Packerl findet sich dieses Einhorn, was er ja noch nicht weiß. Es wird geöffnet und ja, so ein Einhorn kann, wenn es sich nicht benehmen kann, ziemlich gefährlich sein. Und auch Wunscherfüllung, da sollte man vorsichtig sein, weil oft schon in der Geschichte haben sich die Menschen das Falsche gewünscht und das kann auch bei einem Einhorn ziemlich schief gehen. Also aufpassen mit den Wünschen und deswegen bitte nicht öffnen. Das Buch ist wirklich gefährlich. In meinem zweiten Buch, in meiner zweiten Vorstellung, da geht es um Videoblogs. Ree Earl legt vor Hashtag Instacat und der Untertitel sagt im Prinzip schon sehr viel über dieses Buch aus. Meine Katze hat mehr Likes als ich. Es geht um Millie, die eigentlich für alle rundherum die besten Ratschläge geben kann. Man kann sie wegen allem fragen und sie findet immer für jeden einen und für jeder einen Ausweg. Was sie allerdings nicht auf die Reihe bekommt, das ist ihr eigenes Leben. Da schaut es ganz anders aus. Ja, und mit ihrer Freundin Lauri beschließt sie dann, na, wenn ich das gut kann, Ratschläge geben, dann starten wir doch einen Videoblog. Und sie macht das dann auch. Sie bloggt über Eltern, sie bloggt über Make-up, über Schule und ja, über Boys natürlich, so wie es halt sein muss. Beim richtigen Leben, da ist es halt anders, das mit den Followern. Es haut irgendwie nicht hin und ja. Und dann hat auch noch immer die Katze mehr Likes als sie. Das Schicksal nimmt seinen Lauf und das Buch bleibt spannend bis zum Schluss. Erschienen ist es bei As Edition und gut zum Reinlesen, was denn so der Unterschied zwischen Real Life und Online Life ist. Eine gute Empfehlung. Und wenn man es noch etwas gefährlicher haben will, dann empfehle ich noch ein Jugendbuch und zwar von John Perry, das heißt Life Hack. Dein Leben gehört mir. Da passiert Folgendes. Die Protagonistin trifft eine Mitschülerin, die nicht nur fast so aussieht wie sie, sondern auch die gleichen Vorlieben hat. Sie steht auch auf die gleichen Jungen und irgendwie das Ganze wird spooky, weil sie hat noch keine Ahnung, mit wem sie es in Wirklichkeit zu tun hat. In Wirklichkeit hat sie es mit einer künstlichen Intelligenz zu tun, die versucht, nicht nur in ihr Leben einzudringen, sondern ihr Leben zu übernehmen. Ja, aus Alexa und Co. ist dann noch etwas viel Mächtigeres geworden und jetzt muss sie irgendwie mit dieser Situation umgehen und ihr Leben irgendwie zurückbekommen. Lifehack, John Perry, erschienen im Arena Verlag. Also, eine Menge Lesespaß für diese Woche für Jünger und ganz jung. Ich wünsche viel Vergnügen.